Und 3, 2, 1, Action! Gut. Shot through the heart, and you're to blame, darling, you give love a bad name. Jeden, aber nicht ihn. Ich habe ihn nicht abgenickt und das weißt du. Du bist wirklich der letzte Mensch auf Erden, den ich sehen will. Im Ernst, ich könnte dir echt eine reinhauen. Und ich wäre offen dafür, aber in einem privateren Umfeld. Du hast mich geghostet. Kein Anruf, keine Nachricht. Ist nicht so, dass ich mich nicht entschuldigen wollte. Du musst dich nicht rechtfertigen, es war eh nichts Ernstes. Wie ist es dir ergangen? Gott, ich hasse diesen Daumen-hoch-Stuntman-Scheiß. Ich bin die Regisseurin. Wir zünden den Mann an. Du bist ein Stuntman. Wir müssen professionell bleiben. Professionell ist mein zweiter Vorname. Du hast gesagt, dein zweiter Vorname ist Gefahr. Wie war das, Boss? Oh. Wirklich? Ja. Und ins Holster. Ins Holster. Vergiss es, hast du nicht gesehen. Tom Ryder, der größte Actionstar auf dem Planeten, ist verschwunden. Du musst ihn zurückholen, sonst war's das mit Jodys Film. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird dich bemerken. Das ist dein Job. Nicht bös gemeint. Na ja, schon ein bisschen. Du findest Ryder, rettest Jodys Film und kriegst die Liebe deines Lebens zurück. Ich bin nicht der Held, ich bin nur das Double. Nein, heute nicht. John, wir brauchen dich wieder am Set, Kumpel. Ein Toter auf Eis? Er war sowas von tot, Gail. Er war super tot. Die Typen, an die er geraten ist, sind sehr zwielichtig. Ich hatte keine Wahl. Da ging nur so ein Jason-Bourne-Scheiß. Die wollten mich umbringen. Und nicht auf die lustige Art. Du schaffst es. Schaffst du nicht? Zu gefährlich. Gib sicher eine Treppe. Okay. Was ist mit deinem Gesicht? Du siehst furchtbar aus. Du siehst umwerfend aus. Wenn du hinfällst, stehst du gleich wieder auf. Wie weit würdest du gehen für den Menschen, den du liebst? Ich bin die, den Drink, wenn das hier vorbei ist. Schwanz einziehen! Ja, Mann! Stunts! Was machst du nachher? Wollen wir irgendwo an den Strand fahren? Trinken wir Spicy Margaritas? Und treffen schlechte Entscheidungen? Ja! Okay, diesen Film will ich auf jeden Fall sehen. Ich finde den Trailer witzig. Ich finde, der hat ein paar weirde, aber coole Ideen. Ich mag das Timing, was die Gags angeht. Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson in einem David Leitch-Film. Das ist eine Kombination, die will ich auf jeden Fall im Kino erleben. Und damit war es der Trailer zu The Fall Guy, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 29. Februar, was auch für ein sehr spezielles Datum im Grunde, 2024 in die deutschen Kinos bringt. Action, Drama, Komödie, eine Kinoversion von der 80er-Jahre-Serie, ein Cold für alle Fälle, und damit ist quasi Cold Sievers im Mittelpunkt. Stuntman, der am Set anscheinend mit der Regisseurin irgendwie so eine Art Liebelei oder Hassliebe hat, aber auch ein Actionstar, der auf einmal verschwindet, und diesem Fall muss er nachgehen. Und aus der Grundgeschichte eines Stuntmans, der auch ein Kopfgeldjäger ist, wird dann quasi hier so eine Art Detektiv, aber vor allem, dass wir uns in diesem Stunt-Milieu wiederfinden und David Leitch als Regisseur haben, der genau diese Backstory hat und wir damit den Film bekommen, der irgendwie in dem Film verschachtelt uns an Filmsets führt und quasi an die Energien und Synergien dort, aber auch die Herausforderung und uns damit quasi zeigt, wie man Actionsequenzen dreht, aber genau Teile wiederum weglässt, wenn man im eigentlichen Part, der nicht im Set stattfindet, dann wiederum tatsächlich Actionsequenzen dreht. Finde ich so eine verschachtelt, aber interessante Idee, und bei diesem Cast und diesem Regisseur glaube ich, dass dann
eine richtig coole Nummer bei rumkommen kann. Deswegen bin ich voll dabei. The Fall Guy erinnert mich jetzt schon so ein bisschen wie so ein Mix aus Bullet Train. Trifft auf diesen anderen Film mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Wie hießen der? Die hießen auch irgendwas mit Guys. Die irgendwas Guys, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und ich finde, wie eine Konstellation aus diesen beiden wirkt das. Und das habe ich aber total gemocht. Deswegen, der Trailer kriegt mich. Nur zu lang ist er ehrlicherweise. Macht ihn noch eine Minute kürzer und ich wäre fast noch mehr angefixt. Okay, was sagt ihr denn zu diesem ersten Trailer, zu The Fall Guy? Sagt ihr ebenfalls, okay, wollt ihr sehen? Oder seid ihr arg skeptisch? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.